Danke, Domenici. Danke für die kreative Einführung in das Thema. Es geht um den 11. September. Der kanadische Verteidigungsminister Paul Hellyer fragte einen Tag nach den Ereignissen in New York und Washington, wo denn die Abfangjäger waren. Und das war eine äußerst berechtigte Frage, auf die es dann aber irgendwie nie eine Antwort gab. Es gab Versuche, diese Frage zu beantworten, so richtig konnte das keiner nachvollziehen. Und das hatte dann zur Folge, dass sich viele Piloten weltweit, nicht nur Piloten, auch Fluglotsen und jeder, der sich sonst irgendwie mit ziviler Luftfahrt auskennt, sich zusammengeschlossen haben zu einem Verein namens Pilots for 9/11 Truth. Das sind Hunderte weltweit, die die offizielle Version des 11. September in Frage stellen. Kurze Zeit später haben sich dann Opfer, Hinterbliebene, Witwen, Frauen, die ihre Männer im World Trade Center verloren haben, zusammengeschlossen, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Die wurden nicht beantwortet. Daraufhin haben sich Architekten, Ingenieure, Physiker, Chemiker, Sprengexperten auch zusammengeschlossen zu einem Verein namens Architects and Engineers for 9/11 Truth. Seitdem kommen im Internet immer mehr private Augenzeugenberichte von Leuten, die es aus dem World Trade Center geschafft haben, von Insidern, von Whistleblowern, von allen möglichen Leuten, von Polizisten, die am Ground Zero gearbeitet haben, Hunderte, mittlerweile Tausende, die live vor Ort waren und die offizielle Version nicht nur in einigen Details, sondern komplett in Frage stellen. Was hat das jetzt zu bedeuten? Die Frage ist ja, was ist am 11. September passiert? Und mich hat es überrascht, dass wir mittlerweile nach über 7 Jahren immer noch keine Antwort auf diese Frage haben. Wir haben noch nicht mal eine vage Vorstellung von dem, was passiert ist. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, und das ist beweisbar, ist, dass die offizielle Version nicht stimmt. Und darüber habe ich einen Film gemacht. Der Titel ist Unter falscher Flagge, weil ich finde, das trifft es am besten. Ich will in dem Film nicht hundertprozentig sagen, dass die US-Regierung dafür verantwortlich war. Denn ich weiß es nicht und hundertprozentig ist das auch nicht beweisbar. Aber die Faktenlage und die Indizienlage und die ganzen Argumente, Augenzeugen und so weiter, was es gibt, was sich seit 7 Jahren angesammelt hat und auch immer mehr wird, Tag für Tag, spricht eigentlich eine sehr deutliche Sprache. Ich will, wie gesagt, trotzdem die Antwort nicht vorgeben, da soll sich jeder seinen eigenen Kopf machen. Was ich bieten kann, und das werde ich in dem Film auch zeigen, sind einfach ein paar wenige dieser Argumente und Fakten, möglicherweise auch im richtigen Zusammenhang dargestellt, zu präsentieren, dass man einfach auch auf der Grundlage der Information die richtige Entscheidung treffen kann. Denn ohne die Information und ohne die Fakten, die diesen Tag betreffen, ist die offizielle Version weiterhin die plausibelste. Erst wenn man anfängt, die zu hinterfragen, kann denn das überhaupt sein, dass 19 Araber mit Teppichmessern 4 Flugzeuge entführen und ohne Hilfe von Fluglotsen, ohne Autopilot, vorher noch nie in einem Flugzeug gesessen. Uns wird erzählt, die haben das im Simulator geübt. Ich kann mir nicht vorstellen, und ich kann mich auch nicht in den potenziellen Terroristen reinversetzen, aber ich halte es für ausgeschlossen, unter einem sehr hohen Adrenalinkick ein Flugzeug zu entführen, wo ich noch nie drinne gesessen habe, und dann manuell das Ding zielgenau ins Ziel zu steuern. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Experte. Ich habe dazu Experten interviewt, die es beurteilen können. Die kommen zu dem ganz klaren Ergebnis, dass es nicht möglich ist. Und diesen und viele weitere Fakten habe ich, wie gesagt, in einem Film zusammengetragen. Es lag mir sehr am Herzen, diesen Film zu machen. Und er ist auch kostenlos im Internet zu sehen, auf meiner Webseite www.nuuviso.tv. Wer dazu nähere Informationen haben möchte, wir haben dort vorne einen Stand. Da kann man auch den Film nochmal auf DVD bekommen und noch andere Filme zu dem Thema. Wir sind natürlich keine Experten, wir sind Künstler, aber wir haben uns mit dem Thema sehr ausreichend auseinandergesetzt und ich denke schon, dass wir zu der einen oder anderen Sache noch was sagen können. Aber wie gesagt, jeder sollte sich seinen eigenen Kopf machen, logisch hinterfragen, nicht alles glauben, auch nicht das, was ich jetzt hier sage und das, was in dem Film präsentiert wird, sondern jeder muss da wirklich für sich ganz alleine herausfinden, was da wohl passiert sein könnte oder beziehungsweise die Energie aufbringen, um zu wissen wollen, was an diesem Tag passiert ist. So, und wenn ich jetzt Film absage, gehe ich mal davon aus, dass das losgeht. Dankeschön. Ja.